Ab wann ist man arm? Und ab wann ist man reich? Und was ist mit dem ganzen Feld dazwischen? Alle Privathaushalte in Deutschland verfügten im Jahr 2021 über ein Vermögen in Höhe von 7 Billionen Euro. Bei Statista rechnet man mit einem Pro-Kopf-Vermögen in Höhe von 86.000 Euro. Und noch im Jahr 2020 geisterte die Zahl von 60.000 Euro durch die Medien, die angeblich jeder durchschnittlich besitzt. Das Problem ist, ganz so einfach, wie es diese Zahlen suggerieren, ist es in der Realität nicht und deshalb helfen sie uns auch nur bedingt weiter. Was uns aber weiterhilft, ist, ein bisschen genauer hinzuschauen. Und genau das machen wir jetzt in diesem Video. Hallo und schön, dass ihr da seid, hier bei Wahn und Sinn, dem Kanal an der Schnittstelle von Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Johannes. Und ihr solltet diesen Kanal abonnieren, damit ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst. Es wird in diesem Video eine ganze Menge um den Begriff Vermögen gehen. Damit meine ich ab jetzt immer das Nettovermögen. Um das zu errechnen, wird zuerst das tatsächliche Vermögen, zum Beispiel von einer Person, addiert. Und dann werden davon die Schulden dieser Person wieder abgezogen. Unter Vermögen zählt bei dieser Berechnung einerseits natürlich alles, was an Geld auf irgendwelchen Konten liegt. Aber es geht auch um Wertpapiere, um Immobilien oder um Versicherungen. Bei den Schulden wiederum, oder wie man als Banker sagen würde, bei den Verbindlichkeiten, geht es natürlich um jede Form des Kredits, also Ausbildungskredit oder Konsumkredit, Autokredit und alle Formen von Hypotheken. Wenn ihr also wissen wollt, wie viel Vermögen ihr habt, würde ich euch empfehlen, immer auf das Nettovermögen zu schauen und dafür einfach zusammenzählen, was ihr so besitzt, dann davon abziehen, was ihr an Schulden habt und zack, ihr seid fertig. Am Ende dieser Rechnung wird dann auch ganz schnell klar, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist. Ein positives Ergebnis bedeutet, ihr habt Vermögen netto. Ein negatives Ergebnis bedeutet, ihr habt netto Schulden. Nur ist diese Information am Ende gar nicht so wahnsinnig viel wert, denn wir wollen ja gerade wissen, wie wir im Vergleich zu anderen dastehen. Nur, wie relevant wäre jetzt ein Vergleich von zwei verschiedenen Personen? Ich meine, wärt ihr wirklich davon überrascht, dass der typische 70-Jährige mehr Nettovermögen hat als die typische 25-Jährige? Eben. Aus diesem Grund wird in einer Studie aus dem Jahr 2020 vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln eine etwas genauere Betrachtung der Vermögen in Deutschland angestellt. Dabei wurde das Nettovermögen nochmal aufgeteilt nach den jeweiligen Alterskategorien und es wurde auch nicht auf die individuellen Menschen geguckt, sondern auf die Haushalte. Falls ihr euch jetzt fragt, wie zum Teufel man eigentlich das Alter eines Haushalts berechnet, man hat sich in der Studie ganz einfach an dem Alter orientiert, desjenigen, der oder die mehr verdient. Aus all diesen Überlegungen und auch aus diesen ganzen Daten ist dann am Ende natürlich eine Grafik rausgekommen, die erstmal wahnsinnig verwirrend aussieht. Aber keine Sorge, wir werden uns da Schritt für Schritt durcharbeiten. Jede dieser verschiedenen gestrichelten Linien stellt ein sogenanntes Perzentil dar. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man 100 Menschen bittet, sich nebeneinander zu stellen und zwar sortiert nach der Größe ihres Vermögens, jetzt in unserem Fall. Wenn man dann die 10. Person in der Reihe fragt, wie viel er oder sie besitzt, dann entspricht das dem 10. Perzentil. Und wir wissen dann, alle Personen, also alle 9, die links neben ihm stehen, besitzen etwa genauso viel oder besitzen weniger. Und die 90, die rechts von der Person stehen, die besitzen jeweils mehr als das 10. Perzentil. Auf der X-Achse werden diese Menschen jetzt auch noch dem Alter nach sortiert in sogenannte Kohorten. Und die Y-Achse, die gibt an, wie hoch das jeweilige Vermögen ist. Wir schauen uns das jetzt exemplarisch einfach mal für die 50- bis 54-Jährigen an und fangen an beim 10. Perzentil bzw. beim 10% Perzentil. Und wir sehen, das 10. Perzentil oder das 10% Perzentil liegt bei 0 Euro. Das heißt, 10% der Menschen in diesem Alter haben weniger als nichts oder haben nichts. Das 30% Perzentil liegt bei 24.300 Euro. Das 50% Perzentil bei 115.100 Euro. Das 70% Perzentil liegt bei 254.200 Euro. Und das 90% Perzentil in der Gruppe der 50- bis 54-Jährigen liegt bei 539.200 Euro. Das heißt, wer
dieses Nettovermögen hat, beziehungsweise mehr als das, gehört damit offiziell zu den reichsten 10% in der jeweiligen Altersgruppe. Und haben euch diese konkreten Zahlen jetzt überrascht? Oder gerade nicht? Erscheinen sie euch vielleicht zu hoch oder zu niedrig? Was macht das mit euch? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Man kann diese Grafik aber natürlich auch anders lesen und zum Beispiel an einer einzelnen Linie entlang gehen. Exemplarisch können wir jetzt einfach mal auf die 50% Perzentillinie schauen, denn die ist ganz besonders. Sie teilt die ganze Gesellschaft in zwei Hälften, eine reichere Hälfte und eine ärmere Hälfte. Deshalb heißt dieses 50. Perzentil auch Median. In der Altersgruppe der unter 30-Jährigen liegt dieser Vermögensmedian bei 5.000 Euro. Wer also unter 30 ist und mehr als 5.000 Euro Nettovermögen hat, der gehört schon zur reicheren Hälfte der Bevölkerung in dem jeweiligen Alter. Bei den 30- bis 34-Jährigen liegt dieser Median dann schon bei 17.800 Euro und steigt im Laufe des Lebens immer weiter an. Bei den 55- bis 59-Jährigen zum Beispiel liegt er dann bei 121.900 Euro Vermögen und bei den über 75-Jährigen liegt der Wert dann wieder etwas niedriger bei 112.000 Euro. Menschen über 75, die weniger als 112.500 Euro Nettovermögen haben, gehören also auch hier zur ärmeren Hälfte der Bevölkerung und die, die mehr als diesen Wert besitzen, die gehören zur reicheren Hälfte der Bevölkerung in ihrer Altersgruppe. Diese Entwicklung passt ja zu einem typischen Leben, in dem man bei Null startet und im Laufe seines Lebens nach und nach mehr Geld verdient oder erbt, etwas sparen oder investieren kann und so das Vermögen immer weiter anwächst, bis irgendwann im Rentenalter dann ein Teil des Vermögens aufgebraucht wird, um den Lebensunterhalt zu finanzieren. Dadurch sinkt das Vermögen dann. Zum Vergleich können wir außerdem noch mal kurz auf das 90. Perzentil gucken, was hier angibt, ab welchem Betrag man zu den reichsten 10% der Bevölkerung gehört, in dem jeweiligen Alter. Bei den unter 30-Jährigen liegt dieser Wert schon bei 71.300 Euro, steigt dann im Laufe der nächsten Jahre immer weiter an, bis er bei den 55- bis 59-Jährigen bei 625.400 Euro liegt und ab dann langsam wieder absinkt. Die ärmsten 10% der Bevölkerung, das 10. Perzentil, ist da schon ein bisschen deprimierender, denn das fängt bei negativen Werten an und wird auch im Laufe des voranschreitenden Lebens nicht positiv. Das heißt, die ärmsten 10% der Bevölkerung haben statistisch gesehen kein Nettovermögen. Ihr merkt schon, mithilfe dieser Daten lässt sich ziemlich gut herausfinden, wo man selbst mit dem eigenen Vermögen im Vergleich zur Gesellschaft und der eigenen Alterskohorte steht. Aber bevor ihr jetzt sofort abschaltet, das war jetzt nur die individuelle Ebene. So richtig spannend wird's aber, wenn man ein paar andere Daten anguckt. Man kann zum Beispiel der Frage nachgehen, welches Perzentil wie viel Prozent am Gesamtvermögen auf sich vereint. Dabei kommt dann heraus, dass allein das reichste Prozent der Gesellschaft knapp 35,5% des Gesamtvermögens von Deutschland besitzt und die reichsten 10% zusammen knapp 67% des Gesamtvermögens besitzen. Und das ist ganz schön verrückt. Gleichzeitig besitzt die ärmere Hälfte der Gesellschaft zusammengenommen nur 1,3% am Gesamtvermögen. Und ihr wisst ja jetzt, die ärmere Hälfte ist individuell genommen nicht arm. Der gehört ja durchaus was. Es geht aber beim Vermögen nicht nur um uralte Klassenfragen, über die schon seit Generationen gestritten wird, sondern man kann diese Daten zum Beispiel auch mit einer historischen Brille anschauen. Wenn wir unsere Gesellschaft zum Beispiel auch nach Alter und Vermögen aufteilen, aber zusätzlich noch die Variable Ost oder West einfügen, dann fällt auf, dass auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung das Vermögen extrem ungleich verteilt ist. Und genauso könnte man diese Daten ja auch noch nach anderen Parametern auswerten. Zum Beispiel Bildungsabschluss oder nach Paaren versus Alleinerziehende oder nach Herkunft oder Einwanderungsgeschichte. Dadurch wird deutlich, natürlich können Zahlen sehr eindeutige Antworten auf so Fragen liefern wie: Wie viel Geld habe ich im Vergleich zur Gesamtbevölkerung? Aber diese Eindeutigkeit ist trügerisch, denn man kann nicht erwarten, dass die komplexe Realität in so einfachen Zahlen auch wiedergegeben wird. Denn Zahlen
können ja nur die Fragen beantworten, die man vorher gestellt hat. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen in einem der nächsten Videos. Hier seht ihr nochmal das Video, wo es um das Thema Mittelschicht geht und wie viel muss man dafür eigentlich verdienen. Und hier ist auch so eine Playlist, dass, wenn ihr Zeit habt, die ihr euch einfach mal komplett angucken solltet, da geht es um das Verhältnis von Menschen und Geld. Ihr solltet auf jeden Fall den Kanal abonnieren, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, passt auf euch auf.